Ihr wollt wissen, was das hier für eine Anlage wird? Dann bleibt dran. Tag auch, wie ist es euch? Ich bin der Sven und wir spielen heute eine weitere Runde Satisfactory. Was haben wir heute vor? Erstmal ein Käffchen. So, wir wollen einmal nach dem Quarz hier gucken, wie das damit aussieht. Du wirst das Wasser gerade nicht los. Das ist ja noch beschissener. Das ist ja mal richtig scheiße. Wieso wirst du das Wasser nicht los? Wasser geht. Ich wusste, dass das wieder irgendwie Stress gibt. Wieso wirst du das Wasser nicht los? Ja, du wirst es. Ich glaube, das Wasserzeug hier ändere ich. Ich lasse es hinten wieder so zulaufen, wie ich mir gerade gedacht habe, mit dem wir packen da Wasser hoch. Das funktioniert ja scheinbar. Und dann gehen wir hin und bauen uns irgendwo um den Platz. Genau hier. Hier wahrscheinlich. Setzen wir uns einfach. Wie heißen die Dinger? Produktion. Umfüllanlagen hin. Brauchen wir denn dafür? Hätten wir alles hier, glaube ich. Könnte sein, dass wir mit dem Stahl ein bisschen Probleme kriegen. Wir brauchen nur Kanister. Wäre Kanister. Haben wir da. Standardrezept wäre dieses hier mit dem Kunststoff. Den Kunststoff könnten wir uns von hinten klauen und die machen. Oder was gibt es noch? Ich habe auch noch Stahlkanister. Alternativrezept. Wir können auf jeden Fall die Dinger da hinten bauen. Also wenn ich da hinten sage, meine ich da unter unseren Kraftwerken. Also da unten ist das irgendwo, wo wir auch das Wasser herkriegen. Da hatten wir unsere Hilfsfabrik gebaut. Da könnten wir alles so basteln, dass wir Kanister kriegen. Kanister hier hinstellen. Dann brauchen wir uns um die Scheiße nicht mehr kümmern. Wird das weggeschreddert. Weggeschreddert und gut ist. Ich hoffe jetzt erstmal, dass es ein bisschen funktioniert. Vielleicht muss ich auch einfach mehr Schredder mitten reinbringen, weil ich sehe ja, dass hier alles steht. Ja, und dementsprechend kriegen wir natürlich, also das Wasser, was jetzt hier ankommt, oder ankommen würde, soll hier reingehen, das wird aber befüllt von der anderen Seite. Ich hoffe zumindest, dass es befüllt wird. Sonst habe ich noch ganz andere Probleme. Du nimmst 40 weg. Da würde ich schwören. Ah, okay. Läuft. Also, Logistik. Schauen wir mal, in welche Richtung das Wasser fließt. Von unten nach oben. Sehr gut. Können wir die Leitung dort abzweigen und sagen, komm, ist mir doch egal. Das geht jetzt gerade in eine ganz falsche Richtung hier. Das ist natürlich auch noch eine Sache. Ich könnte hier noch... Das ist eine gute Idee. Wir setzen hier einfach ein Ventil rein. Wenn ich denn das Material dafür hätte. Gummi ist nicht das Problem. Nochmal eben. Los hier.
eins weg. Ich wollte doch dahin. Ventil reinsetzen. Jetzt fehlt mir Stahl. Dürfte ich aber da vorne in unserem Lager haben. So, da habe ich auch alle Tasten auf der Tastatur durch, um runterzukommen, aber alles gut. Haben wir Stahlbarren hier irgendwo drin oder habe ich die nur. Dann sind die bei den Gemischtwaren. Fertig. So, holen wir uns eben ein Ventil da rein. Dann kann der Spaß nur in eine Richtung fließen. Und ich blockiere mich nicht selber. Das ist schon mal wenigstens eine Sache. Und wenn wir wirklich hier die Umfüllanlage hinmachen, dann ist das ein anderes Problem. Aber dann würden wir den Quatsch wenigstens loskriegen. Und so viel Wasser ist das auch gar nicht, dass da langkommt. Ventil. Und zwar soll es in die Richtung gehen. Ja, komm. Dann machen wir das da hin. Durchfluss ist mir ja vollkommen egal, aber du darfst auf jeden Fall nur in die Richtung gehen. Ja. Warum ist dieses Rohr schon wieder voll? Ja, also da kommt irgendwie zu viel und wird nicht ab. Also, da müssen wir uns drum kümmern. Das heißt, wir bauen eine Abfüllumlage, genau. Wir haben ja scheinbar, also die 300 kriegen wir gut voll, 200 pro Minute. Was schafft denn so eine Umfüllanlage? 10 Meter hoch, bla bla bla, mir egal. Uns fehlt Gummi. Da wäre ein Rein. So. Wir machen damit dann verpacktes Wasser, richtig? Verpacktes Wasser. 60 Kanister pro Minute. Das ist das nächste, was wir dann brauchen. Ja, schauen wir mal. Danke, Siri. Siri tut es auch leid, dass wir 60 Wasser und 60 Kanister brauchen. Okay. Für 300 bräuchten wir also gerade mal 5. Was jetzt echt nicht so schwer wäre, ne? Ich würde sagen, wir fangen heute mit einer Abfüllumlage an. Warum kriege ich das nicht hin, Umfüllanlage zu sagen? Na, egal. Meine Fresse. Wir scheinen alles zu haben dafür. Echt jetzt. Echt jetzt. Ich habe alles für Raffinerien da. Falscher Knopf. Guck mal. Ich hole mal. Also wir fangen heute damit an. Ich würde sagen, die Kanister machen wir auch direkt daneben. Das wird nochmal wild. Weil, da müssen wir ja gucken, das war da lang. Oh shit. Hier lang. Hier runter. Da durch. Dahin. Haben wir hier eigentlich Gummi drin? Kunststoff ja, Gummi nein.
allen möglichen. Ja. Mit dem Quarzsand muss ich mir dann auch nochmal überlegen. Aber das kriegen wir auch alles hin. Da nicht. Da nicht. Ja, Gummi muss ich mir oben rausnehmen. Sehe ich schon. Guck mal. Das ist kein Gummi. Das ist auch kein Gummi. Oh, ein Gummi. Also, da macht sowieso keinen Sinn mehr. Gummi haben wir hier nicht. Dann holen wir uns das von irgendeiner Leitung. Ist ja nicht so, dass wir das hier nicht hier. Haben wir hier eigentlich irgendwie mal was anderes, das sich staut? Nein. Okay, also das ist gerade wichtiger als anschließen, weil mit dem Wasser dieses Hin und Her, ich krieg's einfach nicht vernünftig hin. Es ist ein Defizit in meiner Satisfactory-Geschichte. Hier liegt so viel an. Was kommt denn hier raus? Kunststoff. Und hier raus, Gummi. Hätten wir gerne. Hätten wir gerne. So, damit sind die voll. Komm her. Die müssen nicht optimal laufen. Schredder. Jetzt fehlen wir für den. Okay, ihr seid natürlich nicht so voll, dass sie jetzt rumliegen würden. Okay. Das sind Eisenplatten. Wo sind die verstärkten Eisenplatten hin? Was wollte ich damit jetzt überhaupt machen? Ach, ein Schredder. Das wäre ganz mies. Es tut mir leid. Die nehme ich so weg. Hier rauf. Darüber. Irgendwas fehlt hier noch. Ach ne, das lief da gerade unten durch. Platinen sind es, okay. Ja, Quarz müssen wir definitiv auch noch anders nachholen, weil so funktioniert es nicht. Das habe ich mir zu schön überlegt. Schredder. Wenn ich dich... Hinsetzer. Dann können wir als nächstes Logistik, Fusionatoren, nicht daneben. Immer, jedes Mal. Irgendwie verziehe ich dann doch immer beim Klicken. Das ist ein bisschen nervig, ne? So, und du kommst direkt da rein. So rum. Danke. Ich weiß, das ist ja nicht die schönste Art und Weise und das ist vor allem nicht fix it like, weil, ne? Fix it does not waste.
wir schon. Was sollen sie uns machen? Uns hier abziehen vom Planeten? So. Das haben wir. Dann kümmern wir uns um die Flüssigkeit. Die muss oben rein. Nee, wir machen erst den Splitter für die. War halt nah dran. Ja. Die lassen wir auch von da reinkommen. Das Gute ist, wir haben ja in unserem, auf unserem Gelände hier genug Platz, um genau Sonnenshit zu machen. Sag die Zeit, 15 Minuten gerade mal, okay. So. Dahin. Sehr gut. Dann kommt der Kollege. Ja, da bist du genau richtig. Komm her, geh da ran. Danke. Zack. Zack. Der Kram schon mal dran. Jetzt würde ich gerne mit oh, die packen wir einfach dahin. Ja. Könnten wir gucken, ob wir das auf der Seite an den, ne, also zu den Kraftwerken hoch, daran vorbei, hier vorne hoch leiten können, wenn ihr versteht, was ich meine. Wir schauen jetzt erstmal, wir brauchen ein Fabrikat. Materialien gefallen mir gar nicht. So, wir wollen in die Richtung gehen. Und zwar so. Und jetzt wollen wir Kanister machen. Nämlich die beschichteten Eisenkanister. 30 und 15. Wir machen 60 Stück. 60 bin genau. Wir brauchen also genau 5 Stück. Das heißt, einer ist für einen da drüben da. Könnten wir fast sagen, komm, drauf geschissen, wir packen 1, 2, 3. 1, 2, 3. Hier. Packen wir wirklich 1 zu 1. Was hier rauskommt, geht da rein. Aber das machen wir jetzt mal nicht. So, das bedeutet, wir haben 30 mal 5. 305. 30 mal 5. 150 müssen wir machen. Also 150 von den Platten. Und dementsprechend 75 von dem anderen Zeug. Vom Kupfer. Das sollten wir da drüben noch hinkriegen, oder? Im Moment wird das eh nur geschreddert, was wir da machen. Also können wir es auch benutzen. Müssen wir vielleicht da ein bisschen umbauen? Aber das ist doch kein Ding. So. Hier kommt jetzt an. Also dieses kleine Nebenprojekt hier werden wir jetzt nicht heute fertig kriegen, da bin ich mir ziemlich sicher, weil sonst wird die Folge definitiv zu lang, weil allein schon das Rüberziehen von den Bändern drüben wird halt ein Graus. Du sollst da rein, du sollst aber in die Richtung gehen, danke. Ja, und weil wir müssen ja wahrscheinlich auch was umstellen und. Das schaffen wir heute nicht. Aber wir können den Teil hier wenigstens schon mal so weit fertig machen. Dass das dann nur noch ein anschließen und fertig ist. Ja, weil hier muss ja auch noch Strom hin und so.
da muss ich gucken, wie ich das am besten mache, ob ich das irgendwo mit dranhänge. Es wird sich ja anbieten, das mit an diese 5 zu hängen, weil das ist quasi der Ausgleich für die, aber können wir nochmal überlegen. Oder ob wir da Dauerstrom haben. Haben wir denn hier Dauerstrom? Wir hätten welchen? Wir hätten diesen Dauerstrom. Wenn ich den einfach lasse, der ist doch angeschlossen, oder? Ja klappen können. Okay, einmal hier hoch. Nee, geht ja gar nicht. Warum ist dieser Dauerstrom hier angeschlossen? Ja, da drüben ist es. Also hier, der ist angeschlossen. Und ich hätte schwören können, das haben wir auf der anderen Seite genau so gemacht. Jetzt gucken wir mal, wie das da aussieht. Vielleicht zumindest irgendwie von hier aus. Etwas, was ich noch gar nicht benutze, könnte mir gerade hilfreich sein. Ja, das ist nämlich genau der. Wunderbar. Ja, guck mal. Jetzt haben wir da unten Strom. Ja, super. So wollten wir das. Einmal. Hier hin. Einmal hier hin. Da ein solcher Mast. Eins, zwei, drei. Vier. Fünf. Ein solcher Mast, die brauchten wir. Ja, das war doof. Und das hier passt nicht so ganz. Aber macht es. Aber anders. Oder? Passt das doch? Nein, passt nicht. Du bist voll. Okay. Du bist angeschlossen. Sehr schön. Das heißt, wir müssen jetzt nur noch das darüber legen. Das sagt unsere Zeit, die ist da. Ach, sie. Alles noch drin. So, du gehst jetzt bitte. Dorthin. Damit hätten wir die schon mal drin. So, da geht das Wasser lang. Wir setzen uns jetzt dahinter ein Ventil. Dann können wir, sobald der Spaß fertig ist, den Kram einfach abmachen. Gut ist. Da läuft Wasser rein, nur noch keine Kanister. Da werden Kanister gemacht. Jetzt gucken wir mal, wie das aussieht. Blaupausen, Fabrikatoren. Nein, die Forts. Oh, wie war das jetzt? So rum, ne?
Da ist der Eingang. Sehr gut. Fuck. Er muss noch einen weiter nach hinten. Er ist Gott sei Dank nicht ganz so schlimm wie der andere. Also der für die großen Maschinen. Blaupause, Manifold. So. Komm, stellen wir hier hin. Da haben wir genug Platz. Der passt auch. Dann haben wir hier. Auch schon mal angeschlossen soweit. Und dort. Perfekt. Ihr seid also alle schon mal angeschlossen. Gut. Dann gucken wir mal. Wie haben wir das denn hier? Ja, jetzt wäre halt der Punkt, wo es sinnvoll wäre, die hier auch schon mal an irgendein Stromnetz anzuschließen. Ich weiß noch nicht wie, an welches und wo. Doch, ich weiß wie und welches und wo. Also wir fliegen jetzt einmal hier rum. Wie viel haben wir eigentlich in einer Reihe? 1, 2, 3, 4, 5. Da sind es nur 4, da sind es wieder 5. Genau, das war irgendwie so ganz komisch wegen... Steht was scheiße. Oder waren es alles 5er? Noch alles 5er gewesen sein. So. Wir lassen im Moment alles hier laufen. Also, was ich meine ist, wir könnten den Spaß ja von hier anschließen. So, hier wird unser... Hier geht's ins normale Netz rein. Wir mal gucken, wie sieht denn das aus? Du machst Draht. Sag bloß, ich habe hier keinen Kupfer. Weil das wäre jetzt so der absolute Worst Case. Wir machen da Kunststoff. Dann müsste ich da oben wieder umbauen. Okay, aber wir haben ja auch wieder so ein Hin- und Her-System, ne? Doch, wir haben Kupfer. Kupfer steht sogar und Kupfer macht uns Kupferblech. Wie viel Kupferblech macht so uns denn? Du machst 7,5 pro Minute. 22,5. Wir haben gesagt, wir brauchen 75, ne? 22,5. Sind wir bei 45. Sind wir bei 65, 67, 5. 67, 5. 68 plus 7 sind 75. Ich werde nicht mehr. Und die gehen wunderbar hier vorne einfach nur. Die werden einfach. Bitte was? Ach, hier sind. Wofür mache ich das ganze Kupferblech hier?
einfach in einen kleinen Container rein und erschlecken. Hier liegt schon alles rum, was ich brauche. Okay, das ist gut. Jetzt muss ich nur gucken, wie viel haben wir denn hier? Wo kommt denn? Da sind Stangen. Und da sind Eisenplatten. Wie viele Eisenplatten machen wir denn? 20? 40? 60? 80? 120? 80. Wir brauchen fast das Doppelte. Okay. Okay, 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 okay. Ja, es geht alles da unten auf dieses eine Band. Jo, passt schon. Okay. Das ist etwas für die nächste Folge, was wir uns dann angucken können. Wie wir hier hingehen. Weil, ich meine, effektiv brauchen wir den Draht und die Kabel hier nicht mehr. Das heißt, wir können das wegmachen. Wir können auch die Stangen wegmachen. Wir haben ganze Container voll. Brauchen wir alles nicht mehr. Und dann könnten wir 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160. Genau das, was wir brauchen. Sogar noch 10 mehr. Einfach hier produzieren. Das heißt, wir bauen diesen Teil hier um, legen uns das auf dieses Band. Alles andere, was hier produziert wird, wird drauf geschissen. Das nehmen wir von dem Band runter. Und das Band ziehen wir nach oben. Hatten vielleicht noch ein zweites daneben, was ganz clever wäre für unsere, na, unsere Kupferbleche. Und wobei, das ist ein 700 irgendwas Band. Wir könnten auch einfach oben dann einen intelligenten Splitter setzen, der es wieder auseinander nimmt. Hatten wir alles. Ja, ist ein bisschen Sushi-Belt, aber drauf geschissen. Wir ballern das Ding zu. Ja. Machen wir das so, dass wir. Moment, wir. Von dem Zeug könnten wir einfach nur ein 120er Band damit drauflaufen lassen. Oben zwei Container puffern. Und dann ab in die. So machen wir das. Dann kommt das Zeug von hier und wir brauchen uns keine Gedanken mehr drüber machen, wie wir da hinten rankommen. Das ist der Plan für das nächste Mal. Well, das wird wir. Ich sag mal, das war's für heute. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mal so ein Abo da, Glocke nicht vergessen, Daumen wäre großartig, Kommentar freue ich mich riesig drüber. Und damit macht es gut, Käffchen.